Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 6. April 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Zunächst möchte ich mich aber dafür entschuldigen, dass es in den vergangenen 3 Tagen kein Video-Update gab. Ich hatte viel zu tun, bin auch nach wie vor noch unterwegs und dann auch noch leider erkrankt. Vielleicht hört man das Ganze ein bisschen an meiner Stimme. Heute geht es mir aber etwas besser und damit gibt es auch heute die Zusammenfassung für die vergangenen 3 Tage inklusive den heutigen Tag. Dahingehend nochmal der Hinweis, dass ich in solchen Fällen in meinem Telegram-Kanal darauf hinweise, wenn es mal kein Video geben sollte. In diesem Sinne starten wir hinein in das Geschehen an der Dnipro-Frontlinie. Es gibt einiges zu besprechen. An diesem Frontabschnitt aber bleibt es weitestgehend ruhig. Es wird weiter von Artillerieduellen an den Abschnitten Cherson und Kachowka berichtet. Das sind hier diese 2 Abschnitte, wo wir in den vergangenen Monaten regelmäßig Artillerieduelle beobachten. Die Situation bleibt weiter leicht angespannt, aber stabil. Die ukrainische Artillerie war in den vergangenen Tagen weiter zurückhaltend. Es wird von der russischen Seite vermutet, dass die ukrainische Seite Vorbereitungen trifft und Munition spart, Schrägstrich ansammelt, so Vermutungen von einer russischen Quelle an diesem Abschnitt. Was die Vorbereitungen für eine Offensive betrifft, so berichten russische Militärblogger an diesem Abschnitt außerdem, dass die ukrainische Seite aktiver wurde. Es kam zu einer größeren Rotation in der Stadt Cherson. Außerdem wird Technik und Personal von der Stadt Mykolaiv in Richtung der Frontlinie, in Richtung Cherson gebracht. In der Region um Berislav, das ist hier dieser Abschnitt, wird berichtet bzw. vermutet, dass die ukrainische Seite in der Nacht vom 3. auf den 4. April Kettenfahrzeuge in Richtung des Flusses verlegt hat. Dabei wird die russische Luftaufklärung weiter intensiviert und versucht aktuell, diese Bewegungen, Schrägstrich Ansammlungen von Truppen zu identifizieren und zu treffen. Auch die russische Luftwaffe ist an diesem Abschnitt in den vergangenen Tagen etwas aktiver geworden. Damit wechseln wir in Richtung der Saporischschja-Frontlinie. Dieser Abschnitt bleibt in den vergangenen Tagen aktiver, wenn wir ihn mit der Cherson-Frontlinie vergleichen. Insgesamt sind aber auch die russischen Streitkräfte hier deutlich aktiver. Es kommt zu Artillerieduellen, vor allem aber zu Artilleriebeschuss der Region um Orichow und um Hulej-Bole. Die ukrainische Seite trifft vereinzelt Dörfer in der Nähe der Frontlinie, versucht aber weiter russische Stützpunkte in Tokmak und Melitopol zu treffen. Melitopol wurde in den vergangenen 2 Tagen mindestens, Entschuldigung, in den vergangenen 4 Tagen mindestens 2-mal angegriffen. Es kam außerdem zu einer Explosion in der Stadt Tokmak und in der Region um Bolochy. Außerdem kommt es täglich zur Kampfaufklärung, vor allem durch die ukrainische Seite. An der gesamten Frontlinie von Gaminske bis Malinowka greifen die ukrainischen Streitkräfte 5 bis 10 Mal täglich zu dieser Methodik, wobei in den vergangenen 4 Tagen schwere Technik dabei nicht auffällig verwendet wurde. Das gleiche sehen wir auch teilweise von der russischen Seite, heute zum Beispiel nördlich des Dorfes Dorozhnjanka entlang der Autobahn in Richtung Hulej-Bole. Hier wird berichtet, dass die Russen mit einer kleineren Einheit angegriffen haben und ebenfalls Kampfaufklärung in Richtung Hulej-Bole betrieben haben. Die russische Aufklärung berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte im Prinzip am gesamten Frontabschnitt Reserven in Richtung dieses Frontabschnitts verlegen. Dahingehend versucht die russische Aufklärung auch diese Bewegungen aufzuspüren und mit Artillerie zu treffen. Es werden auch hier verstärkt Fliegerbomben eingesetzt. Am meisten leidet tatsächlich weiter die Stadt Orichow und die Region um Orichow. So viel zur Situation im Süden, hier also aktuell weiter eher Ruhe. Wir wechseln an den aktiveren Abschnitt, nämlich in Richtung der Donetsk-Front. Hier starten wir zunächst am Abschnitt um Vuhledar und Velika-Novosilka. Wir sehen weiter Kämpfe in der Nähe der Vuhledar-Dachas. Zur Erinnerung, das ist hier dieser Abschnitt direkt östlich von Vuhledar. Die russischen Streitkräfte versuchen hier weiter ihre Positionen zu verbessern, haben damit auch in den vergangenen Tagen kleine Erfolge erzielen können, die im Grunde aber unwesentlich sind. Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte aktuell Stellungen an der Grenze der Vuhledar-Dachas halten, hier an diesem Abschnitt.
Insgesamt aber bleibt es hier bei Stellungskämpfen und die Russen greifen nicht zu der Methodik von aktiveren Angriffen, wie wir das in den vergangenen Wochen gesehen haben. Ansonsten kommt es weiter zu Artillerieduellen. Die russische Seite berichtet außerdem, dass die ukrainischen Streitkräfte um Kielsk ebenfalls zu Kampfaufklärung greifen und dass die Ukraine möglicherweise auch an diesem Abschnitt eine Offensive vorbereiten. Ansonsten gibt es erstmal keine Updates, was diesen Abschnitt betrifft. Wir wechseln damit an den Abschnitt westlich der Stadt Donetsk um Mariinka. Hier wurden die russischen Streitkräfte am Abschnitt um Mariinka östlich des Dorfes Bobjada ein Stück in Richtung Osten zurückgedrängt. Es gelang hier vor einigen Wochen den russischen Streitkräften nicht, die Siedlung vollständig einzunehmen. Die Russen hatten sich kurzzeitig im Dorf hier in diesem Abschnitt verschanzt, wurden aber wieder aus dem Dorf herausgedrängt und jetzt in den vergangenen Tagen eben in Richtung Osten, was eine Entfernung von etwa 1,5 Kilometer betrifft, verdrängt. Am Abschnitt in Mariinka wird ebenfalls davon berichtet, dass die russischen Streitkräfte kleine Misserfolge hinnehmen mussten. Die ukrainische Seite führte hier ebenfalls lokal mehrere kleine Gegenangriffe durch. Es gelang der ukrainischen Seite wohl hier auch teilweise Erfolg zu haben. Teilweise konnten die ukrainischen Streitkräfte hier wieder die alten Stellungen östlich der Hauptstraße einnehmen. Trotzdem greifen die russischen Streitkräfte hier an allen Abschnitten von Tag zu Tag an und geben hier die Bemühungen nicht auf, diese Stadt weiter einzunehmen. Die Russen kontrollieren nach wie vor den größten Teil der Stadt, wobei die ukrainische Seite weiter am westlichen Teil festhält und wie gesagt hier lokal Gegenangriffe durchführt, um die russischen Erfolge zu neutralisieren. Unterm Strich also auch hier keine größeren Veränderungen. Wir sehen weitere Artillerieduelle am Abschnitt Krasnohorowka-Newelske. Außerdem kommt es zu Angriffsversuchen der russischen Streitkräfte am Abschnitt Perwomaiske bis Wodjane. Zunächst wird berichtet, dass die russischen Streitkräfte in Perwomaiske kleine taktische Erfolge erzielen konnten. Diese beschränken sich hier aber auch auf einige wenige Gebäude. Es wird außerdem nördlich von Perwomaiske hier in Richtung Netailowe angegriffen. Hier gab es keine wesentlichen Veränderungen. Wir sehen wieder die gewohnten Angriffe in Richtung Sjeverne und außerdem in Richtung Avdiivka von Opetne aus. Auch hier hat sich die Situation nicht wesentlich verändert. Diese Frontlinie steht schon seit mehreren Tagen still. Es geschieht hier so gut wie gar nichts. Die ukrainische Seite greift hier ebenfalls lokal zu Gegenangriffen. Somit kommt es auch hier zu keinen Veränderungen. Nördliche haben für eine ähnliche Situation. Auch hier gibt es weiter Versuche, in Richtung der Dörfer Stepowe, Berdytschi und Nowokalinowe vorzurücken. Die Situation bleibt hier auch ebenfalls stabil. Die russische Offensive an diesem Abschnitt versank wohl erstmal weiter im Nichts. Währenddessen beschießen die russischen Streitkräfte aber weiter intensiv die Stadt Avdiivka, außerdem die umherliegenden Dörfer. Die ukrainische Seite beschießt ebenfalls auf der anderen Seite vor allem frontnahe Siedlungen, außerdem die Städte Donetsk und Makiivka. Außerdem wird heute berichtet, dass es der ukrainischen Seite gelang, lokal um Avdiivka einige erfolgreiche Gegenangriffe durchzuführen. Hierzu gibt es leider keine Details. Ich hatte das, wenn ich mich nicht täusche, am Sonntag schon mal angesprochen. Bis zum heutigen Tag also hier keine genauen Details. Wir wissen, dass die Situation sich im Großen und Ganzen nicht verändert hat. Vielleicht kam es hier tatsächlich zu kleinen Veränderungen. Diese werde ich dann in jedem Fall nachtragen, sofern ich dazu Informationen haben werde. Im Großen und Ganzen aber hier erstmal diese statische Situation um Avdiivka. Damit wechseln wir weiter in Richtung der Stadt Bachmut, starten hier vielleicht kurz südlich der Stadt am Abschnitt des Siversky-Donez-Donbass-Kanals, nämlich hier westlich der Siedlungen Kurjumowka und Osarjanjewka. Wir wissen, dass die ukrainischen Streitkräfte hier in den vergangenen 3 Tagen einige erfolgreiche Gegenangriffe durchgeführt haben und im Prinzip an den Siversky-Donez-Donbass-Kanal vorgerückt sind. Die Russen haben nach meinen Informationen an diesem Abschnitt vollständig ihre Stellungen westlich des Kanals verlassen und sich in Richtung Kurjumowka bzw. Osarjanjewka zurückgezogen. Hier also kleine Operationen der ukrainischen Seite, die wir feststellen können. Währenddessen sind die russischen Angriffe in Richtung Stopotschka und Pretoritschen ebenfalls im Nichts versunken. Es gab hier auch in den vergangenen 3, 4 Tagen so gut wie keine weiteren Angriffsversuche, wie wir das in der vergangenen Woche beobachtet haben.
Damit wechseln wir direkt an den Abschnitt um Bachmut. Südlich der Stadt greifen die russischen Streitkräfte lokal weiter in Richtung Iwanivske an. In den vergangenen 2 Tagen waren diese Angriffe aktiver, bescherten ihnen aber weiter keine Erfolge. Währenddessen beschießt die ukrainische Artillerie weiter vor allem das Dorf Klischiwka, um hier das Angriffspotenzial in Richtung Iwanivske zu reduzieren. Die Situation hat sich hier also weiter nicht verändert. Auch hier kommt es weiter lokal zu ukrainischen Gegenangriffen. Im Grunde hat sich also hier weiter nichts getan. Und damit wechseln wir direkt in die Stadt selbst. Starten hier erstmal im südlichen Teil am Abschnitt der Korsunskoje-Straße. Die Situation ist weiter angespannt. Die Kämpfe finden hier entlang dieser Straße weiter statt. Die Russen halten nördlich dieser Straße einige Stellungen. Wobei diese sich auf wenige Gebäude beschränken. Insgesamt hält die ukrainische Seite hier weiter die Verteidigung und die Situation hat sich hier nicht verändert. Anders sieht das Ganze allerdings im östlichen Teil der Stadt aus und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Ich starte auch hier nochmal im Süden an der Mariupolska Straße. Das war die Straße, die hier mehrere Wochen umkämpft wurde. Wir hatten häufiger über die Kreuzung der Schroka Straße und der Mariupolska Straße gesprochen. Die russischen Streitkräfte konnten diese Kreuzung vollständig einnehmen, die Mariupolska Straße erfolgreich überqueren und dann Angriffe in Richtung der Bachmutska Straße durchführen. Inzwischen ist auch die Bachmutska Straße vollständig unter der russischen Kontrolle. Teilweise halten die Ukrainer in der Nähe des Avanhard-Stadions aber noch Stellungen an der Bachmutsker Straße. Aktuell wird am Abschnitt der Schroker Straße und der Bachmutsker Straße intensiv gekämpft, vor allem was das Gelände des Stadion Avanhard betrifft. Im östlichen Teil der Stadt hat sich die ukrainische Verteidigung zu Beginn der Woche in Richtung der Hauptstraße der T0513-Straße zurückgezogen. Die Frontlinie verschob sich hier in diesem Abschnitt. Die Russen konnten also an allen Abschnitten westlich des Bachmutker Flusses Fuß fassen und dann ihre Angriffe hier durchführen. Und so sahen wir hier im Laufe der ersten Hälfte dieser Woche tatsächlich Erfolge der Wagner-Truppen an allen Abschnitten. Wir sehen zunächst, dass in Richtung des Administrationsgebäudes einige Erfolge erzielt wurden. Das ist hier dieses Gebäude. Wagner-Finanzier Prigozhin veröffentlichte dort zu Beginn der Woche ein Video und zeigte, dass dieses Gebäude erfolgreich eingenommen wurde. Die Russen konnten demnach die Myro-Straße und die Sadowa-Straße hier erfolgreich erreichen und einnehmen. Das Gleiche sehen wir inzwischen auch schon nördlicher, wo ebenfalls die Russen diese Straßen vollständig einnehmen konnten. Wir wissen, dass aktuell auf dem Gelände dieses Fußballstadions gekämpft wird. Wir wissen, dass die Russen die Schule Nummer 11 vollständig eingenommen haben, hier in Grau markiert. Außerdem gelang es den Wagner-Truppen hier das Krankenhaus einzunehmen, hier in Rot markiert und nördlicher am Abschnitt westlich der T0513-Straße den Bahnhof Nummer 2 vollständig einzunehmen. Das ist hier diese Region. Wenn wir uns insgesamt nochmal an die vergangene Woche zurückerinnern, so haben wir hier häufiger davon gesprochen, dass die Wagner-Truppen gerade den Druck an den Flanken verringert haben und aktuell Kräfte in der Nähe des Stadtzentrums ansammeln, um hier den finalen Schlag in der Stadt durchzuführen. Und das sehen wir hier tatsächlich an allen Abschnitten in der Stadt seit Montag. Es gelang der Wagner-Gruppe außerdem hier den Azov-Metallverarbeitungsfabrikkomplex vollständig einzunehmen. Hier gab es ebenfalls Erfolge in Richtung dieser Eisenbahnschiene. Die ukrainische Seite hatte sich gerade, was diesen Gebäudekomplex betrifft, in den vergangenen Tagen noch in den letzten südlichen Gebäuden festgehalten. Und jetzt das Update des heutigen Tages. Die Wagner-Truppen erreichten die Kowalska-Straße. Das ist hier diese Straße, 2 Straßen östlich des Bahnhofs. Konkret ist das hier zu sehen. Dieser Straßenabschnitt, dieser wurde hier südlich des Stadions erreicht. Ich vermute, dass das Stadion aktuell sehr intensiv umkämpft wird, habe aber keine genauen Daten, was den heutigen Tag betrifft. Es kann gut sein, dass die Wagner-Truppen inzwischen diesen Komplex kontrollieren. In jedem Fall berichten viele ukrainische Quellen davon, dass es den Wagner-Truppen hier gelang, durchzubrechen und sich dem Bahnhof schnell zu nähern. Im Laufe des heutigen Tages hat sich die Frontlinie insgesamt in Richtung der Alexandra-Sibirzewa-Straße verlegt.
Das ist hier diese Straße. Diese wurde an allen Abschnitten erreicht, als auch hier im nördlichen Teil. Und von hier aus versuchen die Wagner-Truppen aktuell weiter und tiefer in die Stadt vorzurücken und den Bahnhof zu erreichen. Das bleibt hier aktuell das Hauptziel. Die ukrainische Seite versucht dies natürlich zu verhindern und greift gerade in den vergangenen 12 Stunden, zu aktiven Gegenangriffen. Diese sind aber nach meinen Informationen erstmal nicht erfolgreich gewesen bis zum Zeitpunkt 19 Uhr am 6. April 2023. Insgesamt sehen wir also, dass die Wagner-Truppen hier in den vergangenen Tagen in einem höheren Tempo vorrücken, wenn wir die Situation mit der vor etwa einer Woche vergleichen. Wir sehen außerdem, dass die Situation für die südliche Verteidigung der ukrainischen Seite sich verschlechtert, sofern die Wagner-Truppe tatsächlich hier an der Kowalska-Straße sich festhalten wird und möglicherweise sogar in Richtung des Bahnhofs vorrücken wird, denn dies ermöglicht den Wagner-Truppen hier in den Rücken der südlichen Verteidigung anzugreifen. Möglicherweise müsste sich die ukrainische Seite dann hier in Richtung Nordwesten zurückziehen. Das ist auch der Grund, warum wir aktuell aktive Gegenangriffe der ukrainischen Seite sehen. Diese beziehen sich vor allem auf den Abschnitt östlich des Bahnhofs. Außerdem gibt es aber auch im Norden Erfolge der Wagner-Gruppe, konkret im Nordwesten hier in diesem Abschnitt. Es wird aktuell an der Rose Allee gekämpft, hier in ja, blau markiert. Das ist hier dieser Abschnitt. An dieser Straße wird aktuell gekämpft. Die Wagner-Gruppe hat an diesem Abschnitt soeben auch etwa 350 bis 450 Mann verlegt, was umgerechnet etwa 12 bis 15 Sturmtruppen à 25 Mann sind. Hier ist also zu erwarten, dass die Wagner-Truppen aktiv versuchen werden, tiefer in die Stadt vorzudringen und im Rücken der ukrainischen Verteidigung im Osten Probleme zu bereiten. So aktuell die Situation in der Stadt. In den vergangenen 4 Tagen sahen wir täglich etwa 60 Angriffe der russischen Streitkräfte an der gesamten Frontlinie in der Ukraine, wobei etwa die Hälfte davon auf die Stadt Bachmut entfiel. Das beschreibt nochmal die schwierige Situation in der Stadt. Die ukrainische Seite hat Schwierigkeiten, Gegenangriffe durchzuführen. Das liegt daran, dass die Russen hier pausenlos angreifen und eben die ukrainische Seite dazu zwingen, in der Verteidigung zu bleiben. Ob diese Gegenangriffe jetzt gelingen werden, werden wir morgen Abend dann genauer betrachten. Zum heutigen Tag wird in der Nähe des Bahnhofs gekämpft. Westlich der Stadt Bachmut erreichten die Wagner-Truppen nach etwa 2 Wochen Stellungskämpfe das Dorf Bohdanivka, welches sich hier direkt nördlich der O0506-Straße befindet. Dort soll es zu den ersten Gefechten in den ersten Gebäuden des Dorfes gekommen sein. Die ukrainischen Streitkräfte unternehmen aber aktuell auch hier Gegenangriffsversuche, um die alten Stellungen wieder einzunehmen und die Russen aus diesem Dorf zu verdrängen. So die Situation westlich der Stadt Bachmut am Abschnitt Grichorivka und Chromowe bleibt es ruhig. Hier gab es in den vergangenen Tagen keine Angriffe der Wagner-Gruppe. Es kommt weiter zu Stellungskämpfen im Dorf Orichowo-Wassiljewka. Die ukrainische Seite konnte damals diesen Frontabschnitt stabilisieren und kann auch hier erstmal die Wagner-Truppen davon abhalten, tiefer in das Dorf vorzurücken. Die Situation hat sich hier also im Grunde gar nicht verändert. Und damit verlassen wir auch schon die Situation um die Stadt Bachmut. Westlich von Lysychansk kommt es weiter zu Artillerieduellen. Die russischen Streitkräfte beschießen vor allem die Stadt Siewierск und die frontnahen Siedlungen, während die ukrainische Seite vor allem die Städte Lysychansk, Severodonetsk und Rubizhne beschießt. Es kam auch hier in den vergangenen 3 Tagen zu lokalen Angriffsversuchen. Diese beschränken sich vor allem auf Angriffe in Richtung Vyimka, Spirne, Verchnokamenska und Bilhorivka. Die Situation, wie Sie sich vorstellen können, hat sich hier nicht verändert. Die Russen greifen hier weiter mit kleinen Gruppen an, versuchen vor allem ihre taktischen Situationen zu verbessern, haben aber vermutlich nicht die Absicht, hier die frontnahen Dörfer vollständig einzunehmen. Dazu reicht es ihnen auch nicht an Kräften. Und wie gesagt, haben die russischen Streitkräfte unter anderem auch Teile der Wagner-Gruppe von diesem Abschnitt in Richtung Bachmut verlegt. Und wie es aussieht, liegen die Prioritäten aktuell auch ganz klar auf die Stadt Bachmut. Die ukrainische Seite bleibt an diesem Abschnitt ruhig, unternimmt keine Angriffsversuche. Das gleiche betrifft den Abschnitt um Kremina. Hier haben wir eine ähnliche Situation. Es kommt zu intensiven Kämpfen im Kreminer Wald. Und zwar
Nicht nur heute, sondern auch in den vergangenen 3 Tagen. Die Situation verändert sich hier Tag für Tag. Stellungen können hier mehrmals die Kontrolle wechseln. Es kommt außerdem zu einem sehr intensiven Einsatz von russischer Artillerie, was die ukrainische Seite berichtet. Vor allem was den Kreminer Wald betrifft, so werden hier ukrainische Stellungen so gut wie stündlich von der russischen Artillerie getroffen. Außerdem werden weiter frontnahe Dörfer, unter anderem im Abschnitt des Scherebezlusses, beschossen. Die ukrainische Seite beschießt hier vor allem weiter die Stadt Kremina und trifft unter anderem auch das Dorf Tscherwonopopivka. An diesem Abschnitt hat sich die Frontlinie in Richtung des Scherebezlusses bewegt. Die ukrainische Seite hält aktuell keine Stellungen in der Nähe bzw. in Tscherwonopopiwka. Es wird also hier weiter in den offenen Feldern zwischen den 2 Dörfern Tscherwonopopiwka und Niewskie gekämpft. Wir sehen am Abschnitt um Polosjanka ebenfalls Stellungskämpfe, hier aktiver als um Tscherwonopopiwka. Aber dennoch alles stabil, was diesen Abschnitt betrifft. Was wir vielleicht noch ansprechen können, das ist der Abschnitt um Swatowe, nämlich der Abschnitt um Kusjumowka und Nowosselivske. Hier sehen wir, dass die russische 1. Garde-Panzerarmee um Nowosselivske wieder versucht, Stellungen anzugreifen und einzunehmen. Dies wird von einigen Videos bestätigt. Vor allem nördlich und südlich der Siedlung wird Aktivität bestätigt. Es gelang den Russen auch hier wenige Stellungen einzunehmen. Diese beschränken sich vor allem auf den Abschnitt dieser Straße hier. Im Grunde aber kontrolliert die ukrainische Seite weiter vollständig das Dorf Novoselivske. Wir wissen aber, dass die Ukrainer wohl ihre Stellungen in Kusjumowka aufgegeben haben und sich auf die westliche Seite des Bahnhofs Kusjumowka zurückgezogen haben. Damit läuft die Frontlinie aktuell ziemlich genau entlang des Waldstrichs hier zu sehen. Ansonsten sehen wir in diesem Abschnitt wie gewohnt weiter Artillerieduelle, vor allem die Städte Kupjansk auf der ukrainischen Seite der Frontlinie und die Stadt Svatove auf der russischen Seite der Frontlinie werden regelmäßig beschossen. Es kam außerdem auch am Abschnitt um Dvoritschna zu Angriffsversuchen und zu Kämpfen. Die Intensität war hier etwas höher. Wir wissen, dass die russischen Streitkräfte Chrjankivka teilweise wieder verloren hatten, zumindest was den südlichen Teil des Dorfes betrifft. Nun aber haben die Russen wohl die Kontrolle über das Dorf wieder erlangt. Die Positionen sind hier ebenfalls schwer festzustellen. Eine Seite berichtet davon, dass westlich von Chrjankivka gekämpft wird. Andere Quellen berichten davon, dass weiter im Dorf berichtet wird. Hier also eine ja, häufig wechselnde Situation. Genaue Aussagen zum heutigen Tag habe ich hier leider nicht. So viel zur Situation an der Frontlinie. Außerdem gibt es weitere Meldungen bzw. Informationen. Dabei möchte ich mich auf das Wesentliche beschränken. Und zwar betreibt die Ukraine aktuell neben den Vorbereitungen für eine oder mehrere Offensiven unter anderem eine Desinformationskampagne inklusive eines Funkspiels. Es tauchen auf der russischen Seite der Frontlinie regelmäßig in Anführungszeichen verlässliche Informationen darüber auf, dass die ukrainischen Streitkräfte in dieser oder in jener Nacht an diesem oder an jenem Abschnitt in die Offensive gehen werden. Das Ziel der Ukrainer in diesem Spiel ist folgendes: Man möchte erstens die russische Verteidigung zu vorzeitigen und überhasteten Reaktionen zwingen, die letztendlich dann die russische Kampfbereitschaft reduzieren werden und die Russen dazu zwingen, ihre Kräfte in eine bestimmte Richtung zu verlegen, um einen anderen Abschnitt dann zu stärken, einen anderen zu schwächen. Zweitens möchte die ukrainische Seite im Allgemeinen sehen, nach welchen Mustern die Russen vorgehen werden, um dies im Falle eines tatsächlichen Angriffs zu antizipieren und dementsprechend auch auf die russischen Reaktionen vorbereitet zu sein. Die russische Seite verlegte in den vergangenen Tagen eine große Anzahl an Raketen, Granaten, Ausrüstung im Allgemeinen, Mörsern, aber auch Kampffahrzeugen, darunter unter anderem auch ältere Modelle, in Richtung der Frontlinie. Und stärkte aber vor allem auch Verteidigungslinien hinter der Frontlinie. Das betrifft jetzt hier nicht nur den Süden, sondern auch die Region Luhansk, teilweise auch die Region Donetsk, wenn wir uns hier den Süden anschauen, nördlich von Mariupol. Wie schon mal gesagt, kann ich bestätigen, dass die potenzielle ukrainische Gegenoffensive aktuell das Gesprächsthema Nummer 1 in den russischen Schützengräben ist.
Die Russen haben aktuell außerdem täglich Informationen darüber, dass man sich doch in volle Kampfbereitschaft versetzen sollte und dass die ukrainische Seite hier täglich in jedem Augenblick zuschlagen könnte. So also aktuell die Situation. Hier meine persönliche Meinung. Ich denke, es wird noch einige Wochen dauern und ich schätze, dass die Ukraine nicht in der ersten Aprilhälfte zuschlagen wird. Dann die finale Zusammenfassung. Laut Oryx am 2. April verloren die russischen Streitkräfte 5 Einheiten militärischer Technik gegenüber 14 Einheiten ukrainischer Technik. Am 3. April verloren die russischen Streitkräfte 15 Einheiten gegenüber 10 Einheiten ukrainischer Technik. Am 4. April verloren die russischen Streitkräfte schon 33 Einheiten gegenüber 15 Einheiten ukrainischer Technik. Und gestern waren es 10 Einheiten russischer Technik gegenüber 7 Einheiten ukrainischer Technik. Die Zahlen für den heutigen Tag gibt es morgen dann etwas detaillierter. Ansonsten sind wir jetzt schon bei 25 Minuten angekommen. Ich würde den Bericht auch an dieser Stelle beenden. Wenn dir die Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich doch wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Gerne den Kanal für tägliche Updates abonnieren. Und ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.